Also, mach auf da. Wenn das schon eine Tür ist, ist da was Spezielles dahinter. Das heißt, das kann man ruhig, da kann man ruhig mal langlatschen. Ist vielleicht eine Abkürzung oder sonst was. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Schon ganz... Alter, wo fliege ich denn jetzt hin? Selbst wenn ich nur Kisten bekomme, ist das schön. Ah, das ist so... solche Sachen. Lesen! Liebe Zenobia, erinnerst du dich an das Expeditionsteam, das ich in die Tiefe unterhalb der Insel gesandt habe? Sie sind gut wieder hier angekommen. Naja, 3 Schiffe von den 8, die ich aussandte, sind wieder angekommen. Natürlich traue ich um die Verluste, aber die Kenntnisse, die die Überlebenden zurückgebracht haben, sind von unschätzbarem Wert. Was sie erlebt haben, trotz jeder Beschreibung. Die Luft wird immer dichter und turbulenter, bis sie zum knochenbrechenden Gewitter wird, das fast zum Ersticken führt. Aber die Inseln dehnen sich unter der Oberfläche kilometerweit aus und sie haben Wurzeln, die sich nach unten strecken, weit jenseits der Sicht. Die Inseln leben, das ist der Beweis, auf den ich gewartet habe. Die dicke Luft der Tiefen lässt sie sozusagen schweben. Und dort unten in der Tiefe finden sie Nahrung. Haben sie ein Bewusstsein? Sind sie sicher unserer Existenz? Sind sie unserer Existenz bewusst? Oder sind wir nichts als Parasiten, die sie ignorieren oder tolerieren? Ich muss eine weitere Expedition vorbereiten. Diesmal gehe ich selbst mit. Ich muss diese wunderbare Welt des endlosen Himmels der Tiefe einfach mit eigenen Augen sehen. Ich hoffe, dass du mich von meiner Abreise besuchst. Ich würde gerne mehr über deinen neuen Freund Renardo erfahren. In Liebe, dein Vater. WTF. WTF. Der Vater ist doch der... Ja, wobei, nie. Der Vater? Renardo hoped his mother wasn't watching. Der Vater von Zenobia? Ist doch die Kröte, oder? Wenn ich das richtig sehe. Hm, komisch. Er mag uns ja eigentlich nicht. Aua. Okay, jetzt. Was bist du? They seem to make everyone else harder to kill. Hexmeister können Gegner verbessern und heilen. Verbessern sind gefährlich. Ja, war piss dich. Alter, ich wollte hier weglaufen. So, der ist mal down. Ey, gib mir dein scheiß Schild. Alter. Boah, ich kann mit den Knöpfen drücken, einfach nicht über Ort. Weil man kann nicht nur kämpfen, man muss auch irgendwas anderes nebenbei machen. So. Vielleicht mal ein paar Gegner erledigen, bevor der erste Hexmeister kommt. Geh weg. Ich hasse Hexenmeister. Bams, bams. Ach komm. Those sheaves were really very well made, weren't they? Ja, aber was mache ich damit? Toll. Hey, das eine Schild ist weg. Ah, toll. Wieso sind die Schilder so stark? Du bist tot. Schon wieder. Du Idiot. Ja. Yeah.
Cooler Hexenmeister ist interessant. Du sollst da weglaufen, du Idiot! Achso, er kann. Das vergesse ich immer wieder. Er kann ja durch die. Renato was dead tired. Then he was just dead. Er war todmüde, er war einfach nur tot. Ja. Ich vergesse immer, dass er durch die Gegner nicht durchrushen kann. Das wäre auch ziemlich gute Fähigkeit. Dann darf man sich halt von den Gegnern nicht einkreisen lassen. Gib her ein Schild. Ach, komm schon! Wenn du von einem getroffen wirst, dann bist du gleich der Arsch. Komm her. Hackrabe. Oh, komm. Slippy's hit, he thought. Ach Gott, jetzt habe ich den Idioten wieder erwischt. Komm her, dein Schild her. Bams, jawohl. Oder er ist down. Er hat ein Schild. Ja, aber... Warum machst du das? So gut gekämpft und dann verkackt er es einfach immer wieder. Ice walls only let you through if they knew you were cool. Boah, aber bei solchen Kisten, Alter, da würde ich auch ein paar Gegner hinstellen. Nice. Angriffstempo. Sehr geil. Das sage ich mal nicht. Oh, und gleich noch einer. Schildbrecher. Wahnsinn, wie geil. Wie geil. So. Jetzt nicht, aber ist okay. Ja, das war das, wo ich vorher war, ne? Oh, Gott sei Dank. Bisschen gesunder Energie. Ist alles okay. See? With enough leverage, you could go anywhere. Mhm. Ich weiß. The rebels were counting on Renato. He hoped Calaveras knew what he was doing. So, ich heile mich mal ein bisschen. Schade sie nicht. Hui. So, die hier oben lasse ich mal leben. Da schlage ich jetzt mal nicht hin. Also die schon, weil die brauchen, die kriegen wir 100. Aber die lasse ich mal stehen. Ich will mich nicht doch mal festpacken. Was alles machen müssen. Bams, zwei Fähigkeitspunkte, genau das wollte ich. So, das ist jetzt mal. So, die zwei mache ich mal. Leben. Leben ist einfach wichtig. Ein bisschen mehr Leben schadet nicht. Hast du 25 mehr? Ah, das ist er schon. Hallo. Calaveras had never let him down. Ja, of course I can make it work better. But when Renato explained about the strings, Calaveras grew thoughtful. Oh, strings, you say? Well, the Arcana do speak of the ties that bind the world. He drew many intricate symbols in the dirt. Yeah, so, according to my calculations, each time you fire, I'm afraid there's a 1 in 120 chance you'll destroy the universe. That's pretty good odds. That's like rolling, what, 21 dice and they all come up 6. What are the odds of that? What? No! It's more like 2.716s in a row. Anyway, with those odds, it won't happen if I use it just once. What? No! That's so not right!
each time you use it... Okay, look. Just don't use it ever. At all, okay? All right, I guess. As he sailed away from the mountains, Renato could see clouds darkening. Rain? No. Ships. Imperial ships, swarming thick as bees. This was it. The big battle. They could not afford to lose this one. What if it did not go well? What if he had to use the Sky Ripper? Could he gamble the universe? On the other hand, what were the odds of rolling 21 sixes in a row? Ja gut, aber ich... Nee, den will ich nicht benutzen. Außerdem besteht es jedes Mal. Jedes Mal, wenn du abfeuerst, besteht die Chance, dass er was zerfetzt. Das hat nichts damit zu tun, dass du bei 126 Mal einmal da bist. Das ist jedes Mal. Das kann jedes Mal passieren. Du weißt nie wann. The battle is not going spectacularly well. What had the rebels been thinking? They'd been thinking he would bring the Sky Ripper. Or the Iblis Stone. Or that he'd sideline Zenobia somehow. Or turn her. Couldn't he use the Sky Ripper just once? After all, if chances were 1 in 128, that meant he'd for sure be okay the first time. They'd get worse each time he used it, but the first time would be okay, right? He wasn't sure that it was right. So he didn't fire the Sky Ripper. He just brought it along, in case. Natürlich. Das sehe ich auch so. Das macht Sinn, ihn ab... Wenn den Sky Ripper aufnimmt... Nein, das machen wir nicht. Nö, das werden wir nicht machen. Wir werden die alle so besiegen. Wir werden den Sky Ripper nicht verwenden, weil da ist das Universum im Arsch. Und das kann ich... Da komme ich nicht weiter. Das heißt, gleich da runter. Teil benutzen bringt, glaube ich, nichts. Wir sind nicht aufgestiegen. Das heißt, weiter geht's. Eieiei, ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel echt. Renato wondered if his future self had commissioned these poles. Ich weiß auch nicht, wer diese Pfosten da baut, wieso man nicht gleich eine Brücke baut. Ich werde es nicht verstehen. Ah, das ist cool. Na bitte. Braucht das mit dem Haken auch nicht mehr, wenn ich es gewusst hätte? Das war jetzt so mächtig gerade. Und Bams. Ach ja, das war echt mächtig. Das wäre echt geil gewesen. Oh, Bossfight. Warte, ich setze mich anders hin. Yes! Ah, warte, ich schau mal kurz noch die Uhr schnell vorher. Ja, dachte ich mir, dass es zu spät ist. Na egal. There had to be something useful in these things, didn't there? Oh, das sind ja Erze. Gut, Gesundheit brauche ich hier weniger. Mir kommt das hier ziemlich bekannt vor. Also wir hatten das ja schon mal. Da waren wir nur mit Zenobi unterwegs und wurden dann getötet von unserem Lapido. Okay, da komme ich jetzt ja auch nicht mehr zurück, Idiot. Ah, ist eine Kiste da. Ist mir egal, ob es eine Kiste. Und Zeug. Eine Kiste und dann unabsichtlich Alt gedrückt und er zieht ab, wirklich vorbei, so BAMS. Oh, schade. Naja, unnötig. So kann man sich das ungefähr vorstellen. So stelle ich mir das halt gerade vor. Gut, das brauche ich alles nicht, kann das liegen bleiben. Pack die Kiste nur einfach auf, weil ich es kann. Ja, ich hoffe, ich muss das Skalpel nicht verwenden. Vielleicht verwendet er sich selbst und kann selbst entscheiden, was gut für das. Hey.
Oh, da ist noch einer. Ich dachte, sie sind schon tot. Gut, habe ich eh gewundert, dass es wohl nicht aufgetaucht ist. So, da ist es auch wieder eine monströse Kiste. Naja, kann man nichts machen. Ist halt so. Echt auf die Gegner achten. Bernardo wondered if he could learn to cook this way. Probably not. Ja, kochen wäre cool. So, ich heim mich mal, wird nicht viel bringen, aber wenigstens ein bisschen was. Es sind wahrscheinlich einige Kisten hier, aber wir verwenden die Schwertfähigkeiten ja sowieso so selten. Ne, man kann ich mich ruhig mal heilen. Was nicht schlimm ist. Oh, weg hier! Hat das gebracht? Ja, einiges sogar. Lass das bitte. Na komm. Und du bist down, Junge! Dieses Wegteleportieren nie funktioniert, ich hasse es. Okay, und aufs Schiffchen. Someone had told him the odds didn't change just because you'd had a streak of good luck. His gut told him that was wrong though. And he always listened to his gut. On the other hand, 128 chances to win, but one of them, he'd destroy the universe. That seemed a bit serious. Yeah. Maybe he could defeat the Emperor without firing the Sky Ripper. Maybe he could bluff, but with a real weapon. Like in cards, when you had three knaves, but you pretended you had a fizzbin. That could work. Warum zum Teufel haben die gerade zweimal geschossen? Das. Ja, das dachte ich mir auch. Mit Sky Ripper könnte man sagen: Ja. Ich habe ihn. Hör auf. Und ich lasse dich am Leben. So. Nach dem Motto würde ich das jetzt behaupten. Ist so witzig, wie das ein Schiff stehen bleibt. So, ich heile mich mal. Aber man könnte in Wirklichkeit dann behaupten, dass das andere Schiff fährt eigentlich. Und man selbst bewegt sich. Halt nicht. Aber es wäre unrealistisch. Aber es ist gut gemacht. Ich finde das gut gemacht. Das eine fährt dann weiter und das andere bewegt sich. Das ist supi. Also bleibt noch stehen, ne? Das ist, ich finde das cool. Nicht gemacht. These platforms are great. Renato wanted one for his house. So, die Typen. Aua. Erstmal down. Alter, wie soll ich ihn zwei abwehren? Ja, wobei, bei zwei ist es eh besser. Erstmal down. Und der auch. So, einmal schnell ein. So, wir kriegen hier keinen Special mehr, ja? Also keinen Abstieg, Aufstieg mehr. Den kriegen wir später nächste Säule. Schade. Das war knapp. Das hätte schief gehen können. So, jetzt schauen wir mal, ob Lapido wieder auftaucht und uns töten möchte. Oder ob wir gegen Kaiser kämpfen oder gegen Zenobia oder gegen sonst irgendwen. Zagolavia. Geht's da drüben weiter? Nö. Vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube, diese Endszene hier wird immer gleich sein. Also bei den Schiffen, das wird immer das gleiche sein, dass man hier rumläuft. Ich glaube, da ändert sich, glaube ich, nie was. So, jetzt ist, glaube ich, der Endfight jetzt hier. Down. Dann bleibt nur mal der eine Rabe über und der ist down. Oh yeah. Alter, so mächtig. Bams.
Alter, overpowered war das jetzt. Das war jetzt richtig overpowered. Was das? Na Jungs, wie sieht das aus? Sky Ripper and let it warm up. He would bluff if he had to. Zenobia came out, flanked by a very daunting platoon of ravens. You won't actually use that, she said in that annoying I know everything because I'm a cat and you know nothing because you're just a fox voice she had. Oh, I know the odds. Good, because there's a real chance you could destroy the universe. No, not the first time I use it. The odds are too low. What? No. Yeah, sure. The first time, the odds are practically nothing. They only go up if I use it a bunch more times. No, but that's not how odds work. Didn't you pay attention in class? Now surrender, or I'll use it. Just once, he said. Don't. He felt sure the odds were with him. He had to go with his gut. That's what heroes do. Fire, he said. Please? The Sky Ripper fired. With a tremendous whoosh, the Emperor's flagship went up in flames. It was awesome. And then he noticed there was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger and even larger. Crates fell upwards into it, and the world itself seemed bent, like the reflection on a curved mirror, as it poured into the ravenous hole. Ah, 1 in 128. What are the odds? Thought Renardo. And then everything fell into the hole and was gone. Renardo stared at the book. He was still alive. Again. And still only flying away from burning Ubar. Had he lived that adventure? Or only dreamt it? Had he really died? It felt so real, not like a dream at all. And he'd lost again. Oh, he hated that. But he had made different choices. And he'd lost in a different way. It was the book, wasn't it? Oracles showed you your destiny. But this was showing him different ways he could die miserably. Thanks a bunch, book, he thought. But these were destinies that he did not have to fulfill. But he'd learned another true thing. The core was powerful, but dangerous if used improperly. Per Anhalter durch die Galaxis, Geschichte 21, ein Held, der bereit ist, Raum und Zeit und das Universum und alles andere zu riskieren, wenn die Chancen zu seinen Gunsten stehen. Ja, weil er Wahrscheinlichkeiten nicht ganz verstanden hat. Ich auch nicht, aber naja. Der Skyscraper-Kern ist instabil. Neue Wahrheit enthüllt. Stufe 3 Fähigkeit freigeschaltet. Bams, yeah. So, es gibt natürlich noch viele weitere. Hier ist auch wieder, ist jetzt wieder eine Figur. Es gibt jetzt noch Zenobia. Und hier etwas. Der Skyscraper-Kern ist unstabil. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man die beiden hier freischaltet. Wir haben jetzt nämlich die untere Geschichte gemacht. Deswegen so viele Sachen. Ich kann mir jetzt noch mal die Geschichte hier ansehen. Gut, das war die Dings. Das Skyscraper, die legendäre Waffe, die sogar Götter selbst vertrieben hatte. Renardo baute die Superwaffe zusammen, aber selbst ein Hitzkopf wie er wusste, dass er bei einem so alten und mächtigen Artefakt besser mit Vorsicht vorgehen sollte. Und so wandte er sich an die Experten, die ihn warnten, dass die Waffe das Gewebe von Zeit und Raum selbst zerstören könnte. Es war lediglich eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Die Chancen einer Auslöschung des Universums standen 1 zu 128. Für Renardo bedeutet dies 127 Chancen, das Imperium zu zerstören. Nicht schlecht. Und so feuerte er den Sky Ripper ein einziges Mal ab, ein Loch in Zaum und Zeichen tat sich auf und verschluckte das ganze Universum. Finde das Gehäuse, finde den Kern, triff den Wissenschaftler, triff Calveras. So läuft's. Und nicht anders. So, zurück. Gut. Weiter. That meant there must be a destiny where he survived and won, right? Otherwise, what was the point? And with that, the book's pages fluttered back once more to the beginning and the clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renardo knew that using it could go catastrophically wrong.
but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Skyripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis Stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renardo. And also, his old friend Lupino needed rescuing. Of course, Renardo had a pretty strong suspicion that Lupino had betrayed the rebellion. But could Renardo really leave an old friend to the Ravens? Okay, ich habe eine. Wir könnten jetzt theoretisch das hier noch machen, aber ich würde gerne hier das machen und Renardo zu den Rebellen führen, damit wir zu hundertprozentiger Gewissheit wissen, dass er die Rebellen verraten würde. Ich meine, das wissen wir schon, wir könnten eigentlich das hier machen. Dann würden wir vielleicht eine neue Wahrheit freischalten, aber ich würde trotzdem gerne mal hier in die Richtung weiterarbeiten. Aber das, ja. So, da würde ich jetzt zurück zum Hauptmenügang gehen. Wir haben auch 5 Feuersteine bekommen, das finde ich sehr nett, da können wir das Feuerschwert aufrüsten. Aber ja, gut. Ich bedanke mich bei euch mal fürs Zuschauen und ich werde vielleicht gleich noch sogar noch eine Runde spielen, weil ich finde das Spiel sehr interessant. Ich finde das cool. Die Geschichte, die dahinter erzählt wird, ist so geil und der Wiederspielwert ist so, kann ich nicht beschreiben. Das ist der beste Wiederspielwert, den ich je hatte. Ein Spiel wieder zu spielen, um die man kann viermal spielen, ohne immer das gleiche zu machen. Die letzte Welt, ja, ist unter Anführungszeichen fast gleich immer, aber es passiert immer ein anderes Ende. Und ich glaube, man kann 4 Anfangssachen machen. Also wenn ich jetzt den Tempel noch mache, kommt wahrscheinlich auch noch was Viertes hinzu. Weil es gibt ja 4 Wahrheiten oder irgendeine Wahrheit mit Zenobia. Da ist wahrscheinlich irgendwo noch was drinnen, Zenobia-mäßig, wo man... Ich glaube, man kann in jeder Mission Zenobias zweite Wale verwenden. Und wenn man das macht, also wenn man in jeder Mission mal Zenobia in der zweiten, also gleich als zweite Entscheidung, beim ersten war, man konnte Lupino retten. Das haben wir gemacht. Also die erste Entscheidung, Lupino retten, Skyscraper oder der Tempel, ne? So, diese 3 Sachen. Es gibt ja drüben, warte, ich zeige euch die Geschichte. Ich weiß, der Nachtrag ist immer hässlich. Das ist die Geschichte, ne? Das ist Zenobia. Bei der Variante konnte man Lupino retten, ne? Nicht Renardo, sondern Lupino retten. Danach konnte man sich entscheiden, okay, man fliegt zuerst zum Rebellenpunkt, also man fliegt sofort zum Rebellenpunkt, oder man holt sich Zenobia. Wir haben uns dafür entschieden, Zenobia zu holen. Bei der unteren Variante, Skyscraper, war die nächste Möglichkeit, man holt sich das Gerüst, ne? Und die nächste Variante wäre gewesen, entweder man holt sich den Stein noch dazu, also den Kern, oder man geht zu Zenobia. Renardo wusste nicht warum, aber man kann zu Zenobia gehen. Ja? Verstehe? Und wenn jetzt beim dritten Tempel auch noch sowas ist, man hat den Iblisstein zum Beispiel. Das erinnert mich an Königreich der Himmel mit dem Ibli, mit dem Graf Ibli, der ja Orlando Bloom ist. Abgesehen davon, da kann man sich auch noch eine, sobald man den hat, kann man sich auch noch entscheiden, zu Zenobia zu gehen. Und ich glaube, wenn man das macht, dann hat man das da, weil das würde erklären, dass man, von mir aus gesehen würde das erklären, dass es 4 Varianten mit Zenobia gibt. Also, die 4. Variante ist Zenobia in allen 3 Varianten, weil es gibt 3 Anfangstexte, ne? So kann ich mir das vorstellen. Aber ich gehe mal zurück zum Menü. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Ich werde dann in der nächsten Runde mit dem Controller spielen. Versprochen. Sonst fail ich ja wieder wie Sau. Das will ja auch keiner. Also, sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Stories The Path of Destinies. Tschüss, bis dann. Baba.